Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Immer noch in der Version 1.022. Kein Update diesmal. Krasse Scheiße. Gut, ich würde sagen, wir machen wieder eine Challenge. Ich möchte jetzt einfach mal alle Challenge soweit fertig haben, wie wir es halt können tun. Und die nächste Challenge ist die Cursed Challenge, Challenge 10. Are you sure you want me to die? Natürlich. So, und wie es aussieht, spielen wir Maggie. Wir haben das Yamhart am Anfang, was Maggie sowieso immer am Anfang hat. Und wir haben hier das Childshart als Trinket, wie es aussieht. Und ich habe nachgeguckt. Ach, und wir haben übrigens drei oder vier. Wir haben ein paar Leben mehr auf jeden Fall. Schauen wir doch einfach mal. Wir haben die Leber, die gibt auf jeden Fall zwei Leben mehr. Zwei Leben mehr haben wir. Maggie hat von Anfang an vier Leben. Dann haben wir noch den Kompass, sehen also auf der Map überall, wo wir sind. Dann haben wir noch die Treasure Map, sehen Geheimräume etc. Ne, Geheimräume glaube ich nicht mal, aber wo halt die Sachen sind. Ne, die Map hat einfach nur gemacht, dass man die Raumstruktur weiß. Und der Kompass hat gezeigt, wo der Shop ist etc. Und dann haben wir noch die Blue Map und die zeigt uns, wo die Geheimräume sind. Und ich habe nachgeguckt, wir verlieren durch jeden normalen Raum, durch den wir gehen. Ach, scheiße. Leben. Und zwar ein Leben, Lasertees. Nett, nett. Das heißt, das hier ist... Ja. Ah, okay, so haben die das gelöst. Hier der normale Raum, also wo kein Shop ist etc. Da sind jetzt überall diese Stachelräume. Das ist ein bisschen blöd. Dann muss man nämlich gut mit seinem Leben umgehen können. Aber dafür haben wir das Schallzart. Das heißt, es werden mehr Herzen gedroppt. Aber shit. Oh nein. Oh, der ist gerade noch gestorben. Sehr gut. Und zudem haben wir ja noch unser Yamhart. Das können wir auch immer essen. Und ich überlege gerade, ob wir in den Geheimraum... Ja, komm, wir gehen in den Geheimraum. Kann ja nicht schaden. So. Was haben wir denn da? Drei Pillen. Oh, die können sehr gut sein. Are you... Oh, nein. Okay, bringt aber gar nichts mit diesen... Mit dem Laser. Dann ist das auch egal. Nochmal Speed-Up. Und die setzen wir ein, sobald wir hier draußen sind. Health down. Das ist jetzt natürlich nochmal richtig schlecht. Und ich stelle mir diese Challenge sehr, sehr schwer vor. Weil ich ja gerne mal öfters hin und her laufe. Und das ist nicht so toll. Aber vielleicht gewöhne ich mir das dann mal ab. Oh, jetzt haben wir auch noch den Schlüssel. Egal, wir gehen erstmal zum Boss. Duke of Lies. Das bedeutet aber auch, dass man halt nicht so oft durch normale Räume gehen sollte. Wenn wir genug Bomben finden sollten, etc., dann sollten wir auch öfters den Geheimraum benutzen, um da halt keine Leben zu verlieren und dann Räume abzukürzen. Oh Gott, was ist los mit dir? Seit wann hast du denn so viele Sachen gespawnt? Naja. Und zudem sehen wir anscheinend nicht, was für Items wir aufsammeln. Das ist auch sehr schade. Safety Pin, Evil Range und Shot Speed Up. Okay. So, ist jetzt die Frage. Ne, wir haben nur einen Schlüssel, das heißt, bringt uns hier alles nichts. Dann gehen wir einfach runter. Ist jetzt halt blöd, dass wir schon ein Leben verloren haben. Achso, und das Ende ist natürlich wieder bei Mom. Ganz normal Mom, nicht Moms Herz oder so. Einfach normal Mom. Und wir kriegen auch noch Curse of the Loser? Ich habe Loser gelesen, egal. Das heißt, unsere Treasure Maps und alles, was wir so haben, Kompass etc. bringt uns gar nichts in dieser Ebene. Na, ganz toll. Na, ganz toll. Nicht die beste Ausgangssituation für diese Ebene, aber wir kriegen das hin. Wir sind Maggie mit einem Laserauge. So, ich muss mir nur merken, von wo ich komme. Ich glaube, ich kam von oben links. Ja. So, wo kann denn der Boss wohl sein? Gut, da wäre unser schwarzes Herz schon mal weg. Schade Schokolade. Und ihr weiblichen Fliegen sterbt. Jetzt. Dankeschön. Da kommen wir leider nicht ran. Blödes Herz, wieso erscheinst du? Oh, hier ist irgendein Special-Raum. Das sogar ein halbes Herz da lässt. Nett. Was haben wir hier? Nett, nett. Achso, und wir würden freischalten die Credit Card. Und die Credit Card macht folgendes, wenn man sie, also es ist eine ganz normale Karte, und wenn man sie einsammelt und dann einsetzt in einem Shop oder im Teufelsraum geht das auch, habe ich gelesen. Dann. Oh! What the fuck? Was passiert? Ich gehe da erstmal noch nicht rein. Dann kriegt man alle Sachen umsonst.
Auch im Teufelsraum. Das heißt, man muss keine Leben einsetzen und kriegt alle Teufelsraum-Items umsonst. Und wenn man es halt im Shop einsetzt, dann kriegt man da auch alle Items umsonst. Das ist sehr schön. Das ist jetzt so eine einmalige Karte, wie auch die anderen ganzen Karten. Und das ist doch ein schöner Erfolg. Aber dafür ist halt auch diese relativ schwere Challenge hier. Aber ich meine, wir sind ein halber Terminator als Frau. Mit dem Laserstrahl. Eigentlich sollten wir das hinbekommen. Wenn Monstro jetzt langsamer sterben könnte, wäre das auch ganz toll. Danke. So, hier hätten wir noch 1,5 Herzen. Und wir kriegen einen Teufelsraum. Oha. Schauen wir mal. Wir kriegen auf jeden Fall 2 schwarze Herzen. Das ist schön. Wieso haben wir jetzt nur ein halbes schwarz... Ich verstehe es nicht, egal. Was ist das? Ich weiß es immer noch nicht. Sag mir mal bitte, was das da im Teufelsraum war. So, dann kriegen wir einen Nagel. Aha. Skew, Tears und Shot Speed Up. Oh ja, das ist gut. Und ich würde gern wissen, was passiert, wenn ich hier reingehe. Lol, was? Kann ich hier runterfallen? Nee. Was zum... Wie er einfach hochglitscht so. Also nicht hochglitscht, aber das sieht ja richtig witzig aus. Hui! Was kriegen wir denn hier? Butt Bombs. Ja, sehr schön. Was ist das denn für ein Raum? Ich finde das übelst witzig, wie er hier so hochhüpft. Wow! Der gleitet dann noch so ein bisschen. Ja, cool. Könnte ich den ganzen Tag machen. Ja! Hui! Nee, okay. Ja, cool. Wie haben wir das denn jetzt bekommen? Achso, durch die TNT-Fässer, genau. Ja, schön. Jetzt haben wir sogar genug Bomben, um hier den blauen Stein aufzusprengen. Um nochmal 2 blaue Herzen zu bekommen. Wir könnten eine Truhe, aber das wollen wir, glaube ich, nicht mehr. Und deswegen gehen wir einfach weiter runter. Wir haben ja unseren Strahl. Das langt schon, das langt schon. Ja, aber cool, was es hier für Räume gibt da. Oh! Hallo! Halloween ist schon vorbei. Okay, der ist irgendwie schnell gestorben. Machen wir... Ja, doch, wir machen recht okayen Schaden, würde ich sagen. Doch, doch. Das ist okay. Für Mom sollte es auf jeden Fall leichen. Leichen sollte das. So, die Hand nehmen wir mit. Die macht, glaube ich, dass mehr Kisten spawnen. Dass mehr rote Kisten spawnen. Aber das Herz lässt halt mehr rot. Ah, wir finden so viele blaue Herzen. Das passt schon, passt schon. So, wir sollten vielleicht nicht in den Challenge-Raum, sondern lieber hier auch runtergehen. Und in roten Kisten können ja immer gute Sachen drin sein. Und auch blaue Herzen und so. Und blaue Herzen sind besser als rote Herzen. Hallo. Au. Guck mal, es spawnen ja trotzdem noch rote Herzen. Das passt. Also, da ist auch noch ein rotes Herz. Ja, überall. Wir werden... Voll geschüttet mit Herzen. Voll geschüttet mit Liebe werden wir hier. So viel Liebe können wir gar nicht mitnehmen. Okay. Was warst du? Ich glaube, schneller machen und so, ne? Ja, Speed und Shot Speed Up. Okay, Shot Speed Up bringt uns gar nichts. Mit dem Laser. Oh, aber jetzt gucken wir so richtig glücklich. Wie ein kleines Schulmädchen. Okay. Hä? Jetzt sind die sind nicht gespawnt, deswegen hat das schwarze Herz nichts getan. Na super. Na super doll. Okay, aber wir machen scheinbar doch nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Oh weia, wir machen sogar ziemlich wenig Schaden. Oder? Ach, für Moms Herz. Ne, für Mom. Wir müssen ja nur zu Mom kommen. Für Mom langt das auf jeden Fall. Noch ein Speed Up. Wo ist der Geheimraum? Da? Ich hoffe es. Ja, gut. Und Geld. Money, money, money. Sollten wir irgendwie mal, warum auch immer, zum Shop kommen, wenn der auf dem Weg liegt, dann... Nee, wir haben gar nicht genug Geld dafür. Wir gehen einfach zum Boss. Einfach zum Boss. Das ist, glaube ich, das Beste. Und vielleicht hätten wir das Schallstart doch mitnehmen sollen. Oh. Lol. Wieso konnten wir da durch? Hä? Ich krieg wieder nichts mit hier. So, hallo Boss. Wir verlieren irgendwie recht viele Leben. Das ist nicht so ganz toll. Oh.
Okay, hast. Ist okay. Magst Fliegen und Spinnen, ne? Du vereinst sie. Du machst, dass sie Freunde werden. Echt lobenswert von dir, Dusk. Dusk, ja. So, Dusk. Nein, wir haben Leben verloren. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Au. Blöde Spinne. So, haben wir unser Lebensupgrade immerhin wieder. Und gehen dann runter, ja. Ja. So ist das. Wir sind immer noch schneller als die Zeit. Sogar wirklich viel schneller. Okay, cool. Wie lange brauchen wir denn bis jetzt? 9 Minuten erst. Wo ist der Boss? Da unten. Weil wir halt die ganzen Räume auslassen, sind wir natürlich auch, oh, auch schneller unterwegs. Oh, was ist das denn? Hallo? Könnt ihr mal aufhören zu schießen? Die hören nicht auf? Okay. Wimpworm. Bringt uns, glaube ich, gar nichts mit dem Laser. Kachchen. Oh, nee. Schlüssel. In den Shop könnten wir auch mit uns mit Bomben reinsprengen. Ih, was seid ihr denn für Dinger? Wie eklig sieht ihr denn aus? Okay, aber die können, glaube ich, nichts. Die können auch nur... Doch, die können auch schießen. Okay, cool. Und unsere erste rote Box. Und sie gibt uns gleich das komische Baby hier. Das an sich ganz cool ist. Aber wir nehmen es einfach mal nicht mit. Sondern gehen in den komischen Raum hier rein. Und kriegen einen goldenen Kackhäufchen. Ein goldenen Kapphäuchen. Oh Gott, machen wir echt so wenig Schaden? Oh. Das wäre ja schrecklich. Gut, schauen wir nochmal in die Arcade. Und setzen unser Herz ein. Oh, danke für die Bomben. Und danke für die Herzen. Gut, danke. Tschüss. Tschüssi. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Tut mir leid. Nix da. Blöder Rotspeier. Was haben wir hier? Doctor's Remote. Wollen wir natürlich nicht. Obwohl. Setzen wir einmal kurz ein. Um in den Shop zu kommen. Zack. So. Was haben wir denn hier? Oh, das wäre natürlich ein gutes Item. Und deswegen nehmen wir es auch mit. Wollte gerade sagen, wir haben zu wenig Geld, aber pff, haben wir ja gar nicht. Haha. Na, noch mehr Rotspeier. Jui. Überall Rotspeier. Oh, Moment, ihr könntet... Nee, ist egal. Ich habe selber Bomben. Ihr müsst das... Ihr müsst den nicht freisprengen. Ist vollkommen okay. Ich habe ja alles, was ich brauche. Oh. Und? Hä, wieso kriegen wir diese ganzen Würmer? Ja, cool. Einfach wie so eine Wechselspannung. Hallo. So, hallo. Oh, das ist ein schöner Gegner mit so einem Laser. Ist ja, denn er trifft mich, dann ist er nicht mehr so schön. Ja. Aber ich glaube, der Habit ist noch richtig... Das... Ah, Hilfe! Ist noch ein richtig gutes Item. Verdammt. Ich habe meinen Steam wieder nicht ausgestellt. Ah, geh weg, du Fenster. Damage... Oh ja, das liebe ich ja. Ich hoffe, man hat die Nachricht nicht gelesen. Oder man konnte sie auf jeden Fall nicht lesen, hoffe ich. Ja, nächste Ebene. Ich habe das mal ausgestellt, aber es hat mich genervt, dass ich dann nicht mehr gesehen habe, wenn mich jemand angeschrieben hat. Und deswegen habe ich jetzt wieder angemacht und jetzt nervt das wieder. Vielleicht sollte ich mich einfach auf offline stellen, wenn ich aufnehme. Das wäre eine ganz gute Idee. Glaube ich. So. Trägheit, bitte mal sterben. Du bist träge, jetzt versuch nicht so krampfhaft mich zu töten. Aber hier, The Moon. The Moon, The Moon. Setzen wir einfach mal ein. Bringt uns nämlich in den Geheimraum, der vielleicht ein bisschen näher am Boss dran ist. Wo ist denn der Boss? Auf jeden Fall haben wir ein paar weniger Leben verloren dadurch. Hat sich also gelohnt, die Karte, war das eine Karte? Ja, eine Karte einzusetzen. Blub, 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 blub. Yay! Statt von dir getroffen zu werden, laufe ich einfach gegen dich. Das ist doch die beste Idee ever. So. Gut, noch ein Schlüssel. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch... Ne, wir haben kein Geld für den Shop. Das heißt, wir gehen da auch nicht hin. Hier ist allerdings der Geheimraum. Den nehmen wir mit.
fuck? Ach, dafür. Ach, von da kommen wir. Ah. Lala. Bombe verschwendet. Ich habe nicht gesehen, dass es offen ist. Naja. Oh. Welches Sternzeichen war das denn nochmal? Stier? Stier? Kann das Stier sein? Taurus, ja, Stier. Speeddown und Wage. Irgendwas. Oh nein. Oh, und wir haben so hübsches Stierhörner jetzt auf dem Kopf. Ja, ich kenne die ganzen Sternzeichen von ihren Symbolen her. Auf jeden Fall viele. Ich hätte gerne mal Capricorn. Also Steinbock, weil das bin ich auch selber von Sternzeichen. Capricorn klingt voll cool. Capricorn ist toll. Capricorn klingt viel cooler als Steinbock. Capricorn. Oder nicht? Doch, doch. Capricorn, 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 Capricorn. Bombsaki, Capricorn. Ach, euch gibt's auch wieder, ihr Shopkeeper-Köpfe. Ich glaube, die hatten wir auch noch kein einziges Mal. Die treten ja auch nicht so oft auf. Vielleicht mit der... Was? Hä? Ich verstehe gar nicht, was gerade abgeht. Wieso hatten wir das? Oh, weil wir Stier sind. Kann das sein? Dass der einfach zu voll ausrastet? Oh, das kann sogar sehr gut sein. Dann wäre Stier ja richtig geil. Aber nice. Ja! Komm, stirb! Was ist das denn für eine geile Fähigkeit? Oh. Macht nix. So, krieg noch einen Löffel. Mach mal Speed up. Oh, war ja. Wir werden viel zu schnell. Und sind wir jetzt schon in der Ma... Es ist schon die Mami-Ebene. Wir können es einfach schneller als die Zeit schaffen. Und die Challenge ist irgendwie doch nicht so schwer. Oh, Mama ist ganz schön weit weg. Das ist schade. Keine Gegner? Keine Gegner, okay. Oder doch? Hä? Ach doch, da! Komische Gegner, die man nicht sieht. Aber wir haben ja unser komischen Stier-Scheiß hier. Hä? Wie nice das ist! Nein, Geister! Bitte geht weg! Danke. Oh! Moms. Pinky Eye. Nicht Moms. Macht... Oh Gott, ich stehe ja gerade doof. Poison Shots macht das. Aber wahrscheinlich nicht als... Wahrscheinlich nicht, wenn wir die Technologie haben. Hier ist das angefressene Blatt. Da hat mir jemand gesagt, dass wenn ich stehen bleibe... Genau, dann kriegt man diese Maske und dann kann man nicht getroffen werden. Jetzt frage ich mich... Ne, okay, wenn man schießt, dann ist es wieder weg. Das habe ich mich gefragt. Aber gut, wenn das dann weg ist... Aber das ist natürlich schön. Heißt also, wenn man... Ne, okay, wenn man eingesperrt... Ja, keine Ahnung. Kann man bestimmt irgendwie nutzen. Dieses Stierding ist voll geil. Okay. Warte, probieren wir gleich mal aus. Wir bleiben einfach... Ja, wir kriegen keinen Schaden. Okay, das ist ja richtig geil. Oh, nee. Jetzt haben wir hier schon wieder... Wir sind wieder aggressiv drauf. Ah! Das kommt so unregelmäßig. Aber ganz schön häufig. So, wir gehen erstmal in den Geheimraum. Na, müssen wir nicht, aber wir gehen trotzdem rein. Wir haben noch genug Zeit, 3,5 Minuten. Oh ja, das hat sich gelohnt. Haben wir wenigstens volle Herzen, wenn wir zu Mom gehen. Die Folge wird einfach richtig kurz, aber macht ja nichts. Macht dir nichts. Hallo. Hallo Mutti, hallo Mutti. Hallo, hier, bitte, für dich. So. Da. Ach, wir sind hier wieder. Whee! Aua, ey, Mutti. Das ist nicht cool. Wir machen leider so wenig Schaden. Oh. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Oh, kann das Ding mal sterben, bitte? Nee, Mutti. So ja nun nicht. Ich wäre gern wieder ein Stier. Okay. Hälfte ist weg. Fehlt nur noch die nächste Hälfte. Hälfte von Mutters Herz ist nicht weg, weil Mutters Herz ist das gar nicht. So. Komm hier. Kriegst du eine Bombe, die dich nicht trifft.
Vielleicht treffen wir auch nicht. Oh, keine Bomben. Nein, nein. Oh, wir sterben. Das ist nicht gut. Wir sollten aufpassen und nicht mit unseren Bomben so blöd hier rumhantieren. Nee, nee. Nee, nee, Mutti. Nee, nee, Fliege. Nein. Ich töte dich jetzt. Und daran kannst du nichts tun. Du kannst das nicht ändern. Danke. Mams Unterhose. Ja, schön. Aber ist ja egal. Wir haben es jetzt schon geschafft. Die Folge ist irgendwie richtig kurz. 20 Minuten. Was ist das? Was ist das? Da ist was. Oh, will ich da rein? Will ich da rein? Das ist doch bestimmt irgendwas Böses. Ist dann die Challenge nicht vorbei? Wir müssen da reingehen. Was ist das hier? Hallo? Was bist du? Was bist du für ein Raum? Mann, das ist doch so die Falle, oder nicht? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt was aufhebe, das sieht so sau nach einem Challenge-Raum aus. Als wenn dann irgendwas Blödes passiert. Und ich habe Angst, dass die Challenge dann einfach nicht abgeschlossen ist, weil ich den Pokal nicht aufgesammelt habe. Hier hätten wir Blutdurst, wir hätten irgendein Auge, wir hätten ein Lebensupgrade und Mr. Boom irgendwas. Oh, okay, egal. Was? Man kann nur eins mitnehmen! Nein! Und wie ich gesagt habe, es ist einfach so ein blöder Scheiß-Challenge-Raum. Nein! Wehe, die Challenge ist gleich nicht geschafft, deswegen. Wir machen einfach so richtig wenig Schaden. Aber dann wird der Part wenigstens ein bisschen länger. Und wir können nicht fliegen, wir können gar nichts. Gar nichts können wir. Komm her, Gürdi. Nein! Oh, wir werden sterben. Gut, wehe, die Challenge ist noch nicht geschafft. Das wäre ein bisschen sehr schade. Und jetzt haben wir... Wir wären schneller als die Zeit gewesen. Ah, was tue ich? Wieso gehe ich hier rein? Ich will hier nicht mehr rein. Lass mich bitte raus. Wir wären schneller als die Zeit gewesen, weil das unter 20 Minuten wäre. Wir hätten eine Challenge geschafft und jetzt sterben wir hier einfach. Erbärmlich. Und haben auch noch ein richtig schlechtes Item mitgenommen. Ich hätte lieber Blutlust mitnehmen sollen, dann wäre das hier wenigstens ein bisschen angenehm gewesen. Aber nee, es kommen einfach alle Endbosse, die es gibt. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wenigstens kriegen wir ein paar Herzen, wenn wir die töten. Gut, das kann jetzt hier ein bisschen dauern, wie es scheint. Vor allem, wenn wir nur so wenig haben. Nee, da kommen einfach rote. Nein, ich muss den als erstes töten. Der spawnt einfach die ganzen roten Scheißhaufen. Das ist überhaupt nicht gut. Stirb. Wieso schießen wir nicht durch die Steine durch? Aber wenigstens schießen wir durch ihn durch. Immerhin etwas. Aber die Musik ist cool. Immerhin eine gute Sache. Wow, wir werden ewig brauchen für ihn. So. Genau, geh einfach immer hin und her. Das ist das Beste. Nein, komm wieder her. Nein, nicht da oben hin. Ich hoffe, seine Scheißhaufen verschwinden, sobald er tot ist. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass nach ihm noch ein paar andere Bosse erscheinen werden. Ach, okay, zweite Form. Hi. Aber sieht nicht so aus, als wenn er uns was antun könnte. Jetzt hat er sich da oben verglitscht. Oder auch nicht. Ah, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Ah, danke. Immer ein paar Herzen. Und seine Scheißhaufen sind natürlich nicht weggegangen. Yo, Piep. Hi. Du warst, glaube ich, der Piep, der nicht Laserstrahl machen konnte. Ne, genau. Gut, ich würde gern lieber erstmal Piep töten. Obwohl, Jugafleiß ist einfacher. Oh, Fliege. Oder wir töten einfach beide gleichzeitig. Aber schön, dass wir ein paar Leben dazu bekommen, immer wenn wir die töten. Dann ist das nicht ganz so schwer. Ich hoffe, wir kriegen die Challenge als erledigt. Egal, was hier passiert. Und weiterhin hoffe ich, dass wir irgendwas richtig Geiles bekommen, dafür, dass wir das hier jetzt abschließen. Piep, bitte einmal sterben. Nicht hüpfen. Sterben. Nicht hüpfen.
sterben. Na gut, der Scheißhaufen beschützt uns. Aha! Okay, doch nicht. Aber einmal hat er uns beschützt. Vielleicht haben wir wieder volle Leben, das ist auch nicht schlecht. Nein, er hat uns getroffen. Ziehen die ein Leben ab oder nur ein halbes? Wahrscheinlich nur ein halbes. Das ist schön. Ja gut, dann sollten wir das schaffen, auch wenn wir richtig wenig Schaden nur machen. Hä, kannst du mal bitte kleiner werden? Was haben wir da? Loki! Hi! Oh, danke. Hast dich wenigstens einmal aufgeteilt. Zweimal. Bitte nicht treffen. Wieso hast du mich getroffen? Nicht nett. Nicht nett, du kleine Made. Gut. Hälfte der Made ist schon mal tot. Zweite Hälfte ist dann auch gleich tot, hoffe ich. So. Ein Dreiviertel der Made sind tot. Jetzt sind vier Viertel tot. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch Loki. Und ich habe noch nie Loki Sounds gehört. Krass. Hört sich an wie ein Walross. Aber schön, dass sowas genau dann kommt, wenn die Folge einfach nur 20 Minuten lang wäre. Ja, ja. Das wollte das Spiel nicht. Die 20 Minuten nur. Nee, nee. Da kriegst du... Vielleicht haben wir jetzt den Challenge, also diesen Raum hier bekommen, weil wir es eben unter 20 Minuten gemacht haben. Kann das sein? Ist das möglich? Oder kommt der einfach nur zufällig? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es ja. Hallo Herz. Hallo Gemini. Und hallo, Steve. Steve heißt du richtig. Gut, dann habe ich ja gleich zwei komische Babys, die mich töten wollen. Hä, ist da einer tot? Lol. Oh, wir machen ganz schön viel Schaden zu denen. Weil wir beide auf einmal treffen. Ja, stimmt. Nice. Und das Herz ist natürlich auf den Stacheln drauf. Aber macht ja nichts, wir haben sowieso volle Herzen. Oh, das war Mallory Jr. und noch ein... Ja, gut. Aber bis jetzt waren das, glaube ich, nur die alten Bosse. Dingle und so kam noch nicht drin vor. Oder Megamor. Vielleicht ist das ja eine Hommage an die ganzen alten Bosse. Oder die kommen erst später. Das kann natürlich auch sein. Eine Hommage. Sehr schönes Wort. So. Und du dann auch noch. Und du. So. Bitte alle mal sterben. Wundert mich, ehrlich gesagt, dass ich noch gegen gar keinen einzigen roten Scheißhaufen laufen bin. Jetzt, wo ich gesagt habe, werde ich das bestimmt gleich tun. Monstro und der andere. wie heißt der? Ich habe deinen Namen vergessen. Scheiße. Chat ist. Chat heißt der. C-H-A-D. wie sah das denn aus? Wie der im Gesprung ist, der ist so hin und her gewackelt. Richtig, der Verrückte. Jetzt dreht er durch. Jetzt dreht er durch, ich sag's euch. Er dreht durch. Nehmt euch in Acht. Kannst du auch noch? Ja, der kann die auffressen. Sehr schön. Gut, jetzt habe ich noch eine Bombe, aber egal. Oh nee, hoffentlich kommt da nicht Mask of Infamy noch. Obwohl das gar nicht so schlimm wäre, weil wir eh die... Hä, wie ist Monster gestorben? Weil wir eh den Laser haben. Der Laser macht eigentlich alles einfacher, obwohl er weniger Schaden macht. Aber für einige Bosse ist er halt richtig, richtig gut. Chat ist einfach schneller als ein Hinterteil, Mann. Du bist schab, dich kenne ich. Aber bisher... Oh, was? Was bist du? Was war das andere? Was hat er eben so komisch... Gördi! Okay, der kann sich aber wenigstens nicht bewegen. Gördi kann sich wenigstens nicht bewegen. Aber er... Nee, er kann doch nicht bis hier unten schießen. Das heißt, wenn wir Schab getötet haben, können wir einfach da unten stehen bleiben. Und die ganze Zeit auf ihn einballern. So. Okay, Schab, du könntest dann auch langsamer sterben. Finde ich. Also ich finde, wir haben dich jetzt schon genug getroffen. So ein Laser tut bestimmt weh. Oh,
danke. So, und jetzt können wir hier einfach stehen bleiben und ihn die ganze Zeit treffen. Er sollte uns nicht treffen, meiner Meinung nach. Wir sehen ja, dass wir ihn treffen. Nee, ich glaube, die treffen hier gerade so nicht hin. Seine blöden Geschosse. Nee. Sehr gut. Bleiben wir einfach eine Minute lang stehen und schießen auf ihn ein. La 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 la. 5, 4, 3, 2, 1. Und die letzte Zahl heißt 0. So, was kommt jetzt? Natürlich. Monstro 2 und Gish. Gish war, glaube ich, sein Name. Wir haben hier ganz schön viele Herzen rumliegen. Nicht schlecht, nicht... Da war das erste Mal, dass ich gegen einen Dings gelaufen bin. Das ist schön. Das gefällt mir. So. Boah, wie viele Herzen hier einfach rumliegen. Au. Macht mir nichts. Macht mir überhaupt nichts. Oh, jetzt... Gut, wow, man sieht einfach nichts. Deswegen hasse ich Gish. Ich hasse Gish. Wegen ihm sieht man immer nicht, wo man hinläuft. Weil er einfach alles schwarz macht. Und hier ist alles rot. Alles rot und schwarz. Oh nein. Oh Gott. Hoffentlich ist bald Schluss hier. Gut. Kann bitte... Ich mache einfach keinen Schaden zu denen. Ich muss auch die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht irgendwo gegenlaufe. Und dann hüpfen sie die ganze Zeit. Das macht, glaube ich, keinen Schaden mehr, genau. Au. Aber wenn sie auf mich drauf hüpfen, macht das natürlich schon Schaden. Ich hätte jetzt gern mal Gish tot. Gish stirbt. Gish. 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 Hilfe. Ah! Einer von den beiden soll doch nur sterben, bitte. Bitte. Ich werde gleich wieder gegen den Scheißhaufen laufen. Au. Auch schön. Ich verliere gerade viel zu viele Leben. Oh, verdammt. Okay, Gish, du gehst mir gerade tierisch auf die Nerven. Oh, und diese Scheißhaufen gehen mir auch tierisch auf. Keks, was soll das? Hört auf jetzt. Einer von euch beiden kann mal bitte sterben jetzt. Hallo, ich habe noch die Hälfte der Leben. Einer muss tot sein, bitte. Am liebsten Gish. Jetzt haben wir alle Herzen. Ne, ein Herz haben wir da unten, ne? Aber sonst haben wir leider alle eingesetzt. Oh, weia. So, nicht gegen Scheißhaufen laufen. Immer schön aufpassen. Und Gish stirbt. Stirbt, Gish. Hallo! Wieso hat er da verdammt viele Leben? Au. Okay, aber die ziehen nur ein halbes Leben ab. Wenn sie treffen. Obwohl Gish wahrscheinlich ein ganzes Leben abziehen würde. Gish ist tot, danke. Immerhin. Gut. Monstro 2 kriege ich auch noch hin. Okay, wieso macht er den Strahl, wenn ich doch überhaupt nicht neben ihm bin? So. Nee. Wo ist er? Wo ist er? Oha. Das war natürlich ein geschickter Hinterhalt. Wow, 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 Pin. Mal schön aufpassen. Oh Gott. Okay, aber der stirbt wenigstens schneller. Das war eben eine blöde Kombo, ey. Gish und Monstro 2 ist eine sehr blöde Kombo. Muss man einfach mal so sagen. Pin ist natürlich netter. Auch wenn ich schade finde, dass er sich irgendwie nicht mehr selber treffen kann. Hä? Okay. Gut, ihr seid auch einfach. Also die schlimmste Kombo bisher war echt Gish und Monstro 2. Keine schöne Kombo sowas. So. Wobei, immer noch nicht. Oh nein, Mask of Infamy. Und... Okay, das kann mehr als die schlimmste werden. Ich glaube, wenn man über ihn steht, dann macht er nichts. Gut, dann bleiben wir über ihn stehen. Und töten ihn schnell. Was heißt schnell? Halt so schnell, wie wir können. Wenn er da stehen bleibt, ist gut. Wenn nicht, ist scheiße.
So, immer von oben angreifen, weil er sonst einen Strahl macht. Von der Seite ist auch schlecht. Jetzt müssen wir warten, bis er runterkommt. Und ich würde gerne noch nicht das Herz angreifen wollen. Au. Gut, da war die Maske. Oh Gott! Man weiß halt auch nicht, wo er gerade ist. Na, mach seinen Laser. Ich hätte ihn gern als erstes tot. Jo, er macht einfach einen vierfachen Laser. Ist richtig. Warte. Gut, oh nein. Maske, please. Okay, jetzt war es nur ein zweifacher. Komisch, komisch. Nicht unter ihn stehen, nicht unter ihn stehen. Unter ihn stehen ist immer eine schlechte Idee. Oh, Mask of Infamy, hau ab! Oh, danke. Gut, dann können wir jetzt uns auch um die Mask of Infamy kümmern. Erst das Herz töten. Herz töten, habe ich gesagt. Danke. Au, Scheißhaufen. Nein, ich habe ein ganzes Herz eingesammelt, sowas Blödes. Aber dank unserem Laser ist auch die Maske kein Problem. Hoffe ich, denke ich, ja. Und natürlich kommen jetzt noch die vier Reiter. Oh mein Gott. Wenn dann noch Malen kommt, dann raste ich aber aus. Dann kommt wahrscheinlich noch der Teufel, ne? Jojo, genau. Hoffentlich ist Schluss nach den vier Reitern. Aber dafür, dass wir hier mit drei Herzen oder sowas reingegangen sind und jetzt volle Herzen haben, ist das doch schon ganz cool. Wo ist dein Pferd hin? Hm. Hallo Krieg und anderer Typ. Wer bist du denn nochmal? Conquest, was heißt denn Conquest? Keine Ahnung. Au! Jetzt hör mal auf. Gut, besiege ich halt erst den Krieg. Alter, diese Sensen, die nerven mir aufs Übelste. Okay, Conquest. Conquest. Bitte hör auf. Conquest. Diese Sensen, die sind viel zu schnell. Wir sind zu langsam. Die machen Schaden und wir sind zu langsam und er ist zu schnell. So, wir sollten jetzt mal ein bisschen die Typen auch angreifen. Oh ja. Treff mal bitte deinen Freund, das wäre nett. Ah, jetzt schickt er auch noch sein Pferd los. Ich glaube das ja nicht. So. Conquest. Aber er macht wenigstens seine Sensen nicht mehr. Oh, okay, gut. Das war... Oh nein. Er zieht aber mein ganzes Leben ab und ist schneller als wir. Hilfe! Nein, 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 nein. Oh, fuck. Aufpassen, wo man hinläuft und auch noch schneller sein als er. Oh, wer trickst nicht aus? Nein, da war ein Stein. Oh mein Gott. Hau bitte ab. Oh. Ja, natürlich. Noch mehr. Ich will das Herz haben. Nein. Okay, er macht gleich seinen Strahl. Teil dich auf, das ist schön. Jetzt kommt gleich ein doppelter Strahl. Oh nee. Man sieht halt auch einfach die ganzen Steine nicht. Okay, damit habe ich gerechnet. Einmal bitte sterben. Oh nein. Wir können doch einfach stehen bleiben. LOL! Er hat einfach den anderen getötet. Richtig nice. Dankeschön. So, bitte keine Gegner mehr. Danke. Oh mein Gott. War's das? Wirklich? Ja, gut. Darf ich die Spritze nehmen? Speed and Range Up. Ist hier noch irgendwas aufgegangen oder so? Nein, es war einfach nur für diese blöde Spritze. Ich habe nicht mal eine Errungenschaft bekommen. Das war mehr als unnötig. Egal. So, wir haben auf jeden Fall die Kreditkarte. Ich war jetzt gut 10 Minuten in diesem blöden Raum drin und der hat mir einfach gar nichts gebracht. Gar nichts. Ah!
Egal. Wir haben die Cursed Challenge geschafft. Dann kommt das nächste. When life gives you lemons. Da ist bestimmt irgendwas mit Zitronen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, schön. Haben wir auf jeden Fall geschafft. Und das wäre wahrscheinlich wirklich nichts geworden, wenn wir nicht den Pokal eingesammelt hätten. Toll. Egal. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist der Part einfach doppelt so lang geworden, dank dem Raum. 40? Dann war ich da sogar 20 Minuten drin, oder was? Der Part geht jetzt 40 Minuten. Und nach 20... Ja. Wir waren zwei... Ja, gut. Ja. Alle Bosse zu besiegen dauert einfach genauso lange wie der ganze One. Macht nix. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.